Hallo ihr Lieben, ich habe wieder ein Mini-Action-Haul für euch. Alles hier noch in der Tüte drin. Diesmal wenig zum Thema Basteln, aber da ihr immer am Action interessiert seid, dachte ich, ich zeige es euch trotzdem. Das erste Teil, das ich habe, ist unspektakulär. Das ist eine neue Toilettenbürste. Ich ersetze die des Öfteren mal. Und beim Action kosten die nicht so viel. Das nächste, was ich habe, sind Eier zum Befüllen. Bei uns hatten sie das Ostersortiment schon da. Da habe ich zwei mitgebracht. Schöne bunte. Mal schauen, was ich damit mache. Das nächste, was ich. Huch, da ist mein Autoschlüssel. Nächste, was ich habe, ist diese Fliesenbürste, Fugenbürste. Die habe ich bei irgendjemand im Hall gesehen und dachte, ja, die brauche ich auch. Gerade für die Kanten um Herd rum. Da komme ich immer nicht sauber rein. Dann habe ich mir wieder was zum Baden mitgebracht. So eine Flasche Badesalz. Ich hatte schon das Wassermelone und jetzt haben sie so zweifarbige. Lila ist ja meine Lieblingsfarbe, also durfte das mit blauem Lila mit. Dann habe ich die Ohrringe gehören da auch mit rein mitgenommen. So ein Rollschneider. Wollte ich schon haben, hatte ich mir schon fast woanders bestellt. War dann froh, dass ich ihn beim Action gekriegt habe. Werde ich sehen, ob er was taugt. Dann haben sie neue Perlensets, und zwar Glasperlen. Einmal die mitgenommen. Die erinnern mich so ein bisschen an Meerjungfrauenfarben. Einmal die. Das sind schöne Pastelltöne. Ich hoffe, es ist okay mit den Farben. Es ist schon wieder dunkel draußen, deswegen muss ich hier bei Licht filmen. Und dann hatte ich mit die schwarz-weiß-graue Variante noch, weil das ist dann so was Schlichtes, das geht immer. So, die Tüte, die ich gerade weggeschmissen habe, das war einfach Müll aus meinem Auto. Dann habe ich mit eine Tüte Beef Jerky, und sowas schlawiner ich schon länger, will es unbedingt mal ausprobieren. Und dann, ihr kennt mich, habe ich noch so ein Buch mitgenommen als Skizzenbuch. Muss mal ausprobieren, wie das Papier ist. Ich zeichne aber sehr gerne auf farbigem Papier und hier ist so braunes Papier drin. Und deswegen durfte das mit. Das war es auch schon alles, ein ganz kleiner Haul. Ich wünsche euch deswegen jetzt auch schon wieder einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.